Kapitel, die 11. Heute leider etwas dunkel. Ich kann es leider nicht ändern. Mein Handy bzw. die Schnur dazu, der Stromkabel, funktioniert mal nicht. Und ich hatte es am Strom. Und leider, ich kam heute in die Küche und sah, Handy funktioniert nicht. Nun gut, also, wie ihr seht, ich habe immer noch... Oh, das ist aber schön. Ich merke gerade, gut, kann das ja schlecht so halten. Aber okay, es liegt am Fenster. Sekunde. Andersrum drehen kann ich mich nicht, weil dann ist es hier in der Küche zu dunkel. Werden wir doch mal ein bisschen improvisieren, ob das besser ist, das Ganze jetzt. Naja, ich befürchte eher nicht. Doch. Also, nein. Egal, es kommt ja gar nicht auf das Lichtverhältnis an. Auf dem Kaffee, die 11. Ja, meine ersten Morgengedanken, meine ersten Träume, das ist alles, wie soll ich sagen, im Schall und Rauch verschwunden, weil ich wieder eingeschlafen bin. Und zwar, ich war heute Morgen mit meinen Hunden draußen, habe sie Pipi machen lassen und naja, was man eben mit Hunden so macht, kuscheln, toben, Fresschen geben, Wasser geben, Pipi machen gehen, großes Geschäft machen gehen und war dann so erschöpft gewesen, so kaputt, so müde, boah, dass ich mich wieder hingelegt habe. Aufgefallen ist mir, als ich gelüftet habe, es stand zwar nirgendwo was, weder in den Gärten noch sonst wo, aber es roch abwechselnd nach Fruchtkaugummi und ganz extrem und nach Essig und dann wieder Fruchtkaugummi und Essig. Und da das im Wechsel geschah und öfter, denke ich mir einfach mal, dass es, dass da die liebe Luft wieder was angeblasen hat zu mir, was ich natürlich sehr schade finde. Ja, und dadurch ist der Morgentraum, den ich hatte und der mir auch was gesagt hat, leider verschwunden in meiner Hirse. Denn es gibt Dinge, die kann ich mir sehr gut merken. Ich fahre irgendwo lang, habe dazu ein Gespräch, kann mir den Ort, die Menschen, sogar was, falls Radio im Auto war, das Radio, das Lied noch merken, kann jeden Satz wiederholen. Das ist also ganz phänomenal, das habe ich übrigens schon immer gekonnt. Aber das geht halt bei manchen Dingen weg. Also nicht bei allen, aber bei manchen Dingen. Und so ist es halt beim Traum, wenn ich mir den nicht gleich merke oder wenn er so aktiv mir was sagen soll, so präsent noch ist, als wenn es ein echtes Leben ist, wobei ich immer sage, das ist ein Parallelleben, also das bin ich auf jeden Fall oder dasjenige, was da passiert, weil ich ja nicht an Zeit glaube oder an andere Dinge, die man uns per Fesseln angibt, sondern ich glaube tatsächlich, dass es zu jeder Zeit überall mich in verschiedenen Zeitaltern mit verschiedenen Begebenheiten und immer wieder den gleichen Menschen, vielleicht in anderen Konstellationen gibt. Ob meine Seele, ob mein Wissen, ob mein Verstand da jedes Mal nochmal neu ist, weiß ich nicht. Aber die Voraussichten, die Voraussagen, das denke ich, dieses hat auch damit zu tun oder dieses bekannte Déjà-vu, wo man sagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein, aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass man eine kleine Sicht in seine andere Welt hat, die man gleichzeitig irgendwo tausendfach in verschiedenen Schubladen und Ebenen eben hat. Ja, rund wie die Welt. Ja, das waren so leider dann die ersten Fehlschläge heute Morgen. Einmal, dass ich leider von meinem Traum und von meinen Gedanken daraus nicht erzählen kann, was meinen Morgengedanken angeht, dahingehend von den Gerüchen da draußen, die könnt ihr euch denken. Also ich überlege zwar nicht, was kann das sein und wer macht das,
es kommt halt von irgendwoher. Das ist die einzige Tatsache, die es einem schwer macht und die ja, nicht zum Nachdenken ist, weil da werde ich keine Lösung finden. Deswegen versaue ich mir da jetzt meinen Kopf nicht. Der ist schon klein genug. Und ja, also mit diesem Licht hier, das ist furchtbar. Das ist jetzt ein iPad. Also da kann ich sagen, es wird weder heller noch dunkler draußen, sondern das liegt echt einfach an diesem Teil, wie es Lust hat, mich aufzunehmen. Morgengedanken gingen in verschiedene Richtungen danach, wie ich den Tag gestalten werde, was ich tun werde. Und dann ist sowas ganz Komisches, ich habe überhaupt kein Zeitbewusstsein. Und weil ich möchte, dass das von alleine zurückkommt, versuche ich auch nicht auf irgendein Datum oder Kalender oder irgendwas zu gucken, sondern versuche das alleine anhand der Rituale, wie kommen die Kinder, was wird heute zu essen auf dem Tisch stehen und so, werde ich versuchen, das wieder zurückzuholen. Das ist also auch schon eine Folge, die immer öfter kommt bei mir, von dem Blei, was leider nicht gut aus dem Hirn wieder rauskommt, obwohl ich da Alpha-Liponsäure, Zeolith, ach was weiß ich, alles Mögliche bekomme und nehme und auch Aufbau, Nervenaufbau trainiere. Ihr seht ja, wie ich mit euch zum Beispiel trainiere, dafür danke ich. Ihr seid also auch meine Trainings- oder auch Sparringspartner. Ja, und wenn man so will, gezwungenermaßen ist auch das jetzt wieder eine Beschneidung durch die Nervengifte, denn ich wurde meiner Morgengedanken beraubt, ich wurde meiner Kraft beraubt und ich bin erschöpft ohne Ende, müde ohne Ende, spüre, dass es irgendwie was im Kopf ist, aber was ich nicht weiß, was es ist, ich spüre nur den Druck. Könnte eine Grippe werden. Andererseits höre ich von allen anderen Betroffenen, dass sie gerade durch die Pestizide, die zurzeit gesprüht werden, die ja diesen ganz gefährlichen, mehrfach toxischen oder mehrfach Substrate, die diesen hochtoxischen Mix ausgeben, dass die genau wie ich diese Kopfschmerzen haben. Ich sage immer diesen Nonnenschleier, so bis hierhin, so diese Schmerzen, die sich hier wie so ein Schleier, Nonnenschleier, wie gesagt, sage ich dazu, manifestieren. Und ja, es könnte natürlich auch daran liegen. Wie gesagt, der Schlaf, die Erschöpfung, die merkwürdigen Gerüche, das könnte ja wirklich darauf hinweisen. Das Nasenjucken übrigens auch, was ständig und immer da ist, beziehungsweise Triefnase, die im Moment aber ich im Zaum habe. Also nicht denken, da käme gleich was runtergetropft. Alles gut. Jo, das waren die Zwangsmorgengedanken. Schönen Dank, Deutschland, dass ihr mir da wieder was wegnehmt durch die Zulassung an Nervengiften. Ich hätte euch gern was anderes, was Schöneres gesagt, denn der Morgen beginnt ja meistens mit strahlenden, schönen Gedanken. Aber der Tag hört ja noch nicht auf. Ich habe noch ein paar Erlebnisse, ich habe noch ein paar Gespräche. Ich werde bestimmt gleich gucken, hoffe ich zumindest, dass ich die Kraft dazu habe, diesen blöden PC anzustellen, um dort zu gucken, wer hat geschrieben, was hat geschrieben. Die Apps sind ja leider sehr beschnitten, das heißt, da sieht man nicht alles und kann nicht alles erledigen. Wohl hochladen zum Beispiel hier diese Filme, aber die Einstellungen nicht die Einstellungen einstellen. Und von daher schaue ich mal, ob ich die Kraft habe, mich da noch lange hinzusetzen, hochzufahren, mit dieser Strahlung auch noch abzufahren. Abzufangen. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, es geht mir geistig etwas beschnitten heute gut. Ich stehe in den Startlöchern und habe das Gefühl, jeden Tag kommt neuer Input, jeden Tag kommt Neues, was man mit in diesen großen Wundersack reinpacken muss.
damit er geschnürt werden kann, um abgesendet zu werden, um mit den anderen Säcken gemeinsam, gemeinsam daraus was zu basteln an einer großen Baustelle oder Spielplatz, wie man das nennen möchte. Ja, und das sind, wie ihr seht, das bringt mich zum Lächeln, zum Strahlen und die alten Dinge, wie ich das ja schon betont habe, mein Radio und sowas, das kann man da alles integrieren. Also das ist alles, ja, jeder hat so ein Stück weit irgendwas geschaffen und das gemeinsam ineinander verflochten, verzahnt, kommt Neues daraus. Vielleicht sind das die Morgengedanken, die mich jetzt gerade durch das Vlogging befruchten, die ich mit in den Tag nehme. Und mal schauen, was ich daraus mache. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht beschneiden. Und wenn ihr irgendwas Merkwürdiges riecht, was einfach nicht in der Natur vorkommt, also Fruchtkaugummi, Waschpulver oder letztes Jahr war es Atta-Geruch mit Fruchtgummi. Das wussten wir aber dann, dass es Pestizide waren. Wie gesagt, jetzt neulich waren es der Chlorgeruch, wo wir jetzt auch wissen, dass es in Pestiziden mit verwandt wird, unter anderem vielen Dingen. Eine Zusammensetzung von Chlor. Ein lieber Freund von mir, der wüsste jetzt besser, wie es heißt. Ich leider nicht. Ich weiß nur, er hat gesagt, Natrontücher überall nass hinhängen, das wird es umwandeln in Natriumchlorid und dann hast du weniger Sorgen, aber trotzdem kommt nicht alles weg, sondern du hast ja da trotzdem dann immer noch was durchkommt. Okay, dabei belassen wir es. Ich will es nicht zu schwer machen für euch, denn wer hat schon Lust von diesem Scheiß jeden Tag zu hören? Ich selber habe die Schnauze so voll, das könnt ihr mir glauben. Ich kann leider nicht entfliehen. Ihr könnt einfach ausmachen. In diesem Sinne sage ich euch auf Wiedersehen. Habt bitte, bitte eine wunderschöne Zeit. Ja, wenn ihr Lust habt, schreibt mal, meldet euch mal, macht ein Video, schreibt einen Kommentar und seid nett zueinander. Und kritisiert nicht immer nur rum, sondern macht's besser oder lasst einfach mal die Menschen für das Schöne hochleben. Gebt ihnen Input, was schön ist, was gut ist, was klasse ist an ihnen. Denn du da hinten, du da oben, wir alle, ich auch, wir haben alle irgendwas Tolles. Streichen wir es heraus, kitzeln wir es heraus und wir werden eine tolle Zeit zusammen haben. Bye bye, ich hab euch lieb und bis demnächst hier in dieser Bude. Auf dem Kaffee die 11. ist nun vorbei. Ciao.